gut aus. So. Da hinten komme ich. Ich find diese Tauben so. Guckt euch die Taube an! Hammer! Jetzt hab ich glaube ich, gerade den Hinweis übersehen. Scheiße. Da unten ist. Da sind wir, glaube ich, die Eier drin, ne? Hey! Oh, die greifen. Oh. Okay, die greifen mich an. Heiß Brot plus Taube. Vielleicht? Na? Aussehen? Bieten wir denen das mal zum Fass. Wenn ich es ihnen einfach so gebe, bin ich vermutlich ein Finger los. Okay. Gegenstände kann man leider nicht kombinieren, zumindest nicht im Inventar. Im Inventar ist es nicht möglich. Brot auslegen, Ablenkung, ja. Jetzt muss ich leider zu meiner Schande gestehen, dass ich in meiner Vorbereitung auf das Spiel habe ich etwas gesehen. Ich glaube, man kann die tatsächlich mit dem sieht kein bisschen wie Sherlock Holmes aus. Mit dem Sherlock Holmes kann man, glaube ich, irgendwie die Tauben beeinflussen. So, das ist ein also wenn das tatsächlich so ist, ist das irre schwierig. Mal gucken, mal ausprobieren. Lauft, ihr verbrecherischen Tauben! Es ist Sherlock Holmes! Nee, das war ein Achievement! Man kriegt ein Achievement dafür, wenn man genau die Aktion ausführt. Das ist ja unfassbar. Okay, aber dann... Sherlock Holmes... Warte. Katze! Davor haben die Angst. Okay. Bin froh, dass das nicht das Rätsels Lösung war. Aber das macht sogar Sinn. Sie machen keinen ängstlichen Eindruck. Ich glaube, die lachen mich aus. Mist! Ich habe noch den Dingo, aber ich glaube, der wird auch nicht viel mehr ausprobieren. Die wissen wohl nicht, dass ein Dingo viel furchteinflößender ist als ein gewöhnlicher Hund. Die fallen da nicht drauf rein. Das ist so weit. Lüftungsding, da muss ich ran. Ich muss erstmal die Tauben verscheuchen, ne? So. Diese Tauben gefallen mir gar nicht. Ich habe hier auch irgendwie keine andere Aktionsmöglichkeit, außer mit den Tauben jetzt hier. Wie kriegen wir die da weggelockt? Was habe ich denn hier noch? Das wäre schon rabiat, aber ausprobieren? Das brennt doch nicht. Da recht. Luftballontiere sind auch geil, ja, stimmt eigentlich. Da war gerade noch ein Maus, aber echt. Also ich meine, es ist nur bei den Tauben. Hier haben wir einen. Er sagt das doch auch noch. Stimmt, er sagt ja auch noch das mit dem Brot. Sorry. Eieieiei. So, da aufbauen, da rüber gehen. Ne? Ja, das sieht doch gut aus. So, das sind aber auch nicht alle. Vorsicht! Brummt er von mir! Verzieht euch, ihr Vögel! Ach scheiße, hätte ich jetzt dahinter... Jetzt haben die das aufgefressen, oder was? Ah, anscheinend mögen die Tauben diesen Abluftschacht. Abluftschacht? Wie kann ich... Kann ich da irgendwie, Ich ziehe es vor, aus sauberen Schüsseln zu essen, die nicht gerade an ein Dach genagelt sind. Es ist ein Teil vom Dach. Es ist ein Lüftungsschacht. Das heißt, ich könnte das Brot da reinpacken und der Lüftungsschacht würde die da raussaugen. Oh Mann. Das war also noch nicht das Rätsels Lösung, ne? Die verfolgen halt sogar mit einer anderen Kamera. Da sind ja jetzt auch keine reingesaugt worden, ne? Hab ich noch Brot? Muss ich jetzt neues Brot holen? Das heißt, ich muss ja irgendwie, muss ich das ja irgendwie manipulieren dann. Das Brot irgendwie, richtig? Muss ich das Brot mit dieser komischen Paste da beschmieren, damit die da festkleben? Ups, da können wir aber trotzdem mal speichern. Das ist auch eine gute Idee.
Warte. Ja, es ist tatsächlich so, ne? Es ist aber, ich finde das auch, also bei Monkey Island habe ich irgendwie, glaube ich, ein bisschen mehr im Blick für die ganzen Sachen. Behaupte ich jetzt zumindest einfach. Es könnte natürlich auch, also den ersten Teil, den kenne ich, da weiß ich, wo ich lang klicken muss und so weiter, aber den werden wir trotzdem nochmal spielen. Ich brauche erstmal ein neues Brot, scheiße. Genau. Also da sind wir uns alle einig, dass das, der Weg ist auch schon vorgegeben. Ich muss ja irgendwie dafür sorgen, dass die Tauben dann auch an der Stelle bleiben. Das heißt, ich müsste dafür sorgen, dass sie dann festkleben oder irgend sowas. Interessant finde ich, dass es ein Lüftungsschacht ist. Das finde ich interessant. Was ist mein Brot? Zu Ehren des Tod ein weiteres Brot. So. Ja, ich glaube, bei Monkey Island, da sieht man meistens auch die Objekte irgendwie, ne? Die sind so ein bisschen. Ich gehe jetzt nochmal hier in die Garage. Ich versuche mal das Brot mit dem komischen Klebekrams da. Reicht das? Ich weiß es nicht. Macht das überhaupt Sinn? Ganz andere Frage. Aber ich muss ja irgendwie dafür sorgen, dass die Tauben da irgendwie festkleben oder irgendwie so. Das ist mein Gedankengang dahinter. Mal gucken, vielleicht klappt das ja. Das wäre kein guter Verwendungszweck für dieses besondere Zeremonienbrot. Okay, Zeremonienbrot. Gut, ich habe das Brot und muss irgendwie dafür sorgen, dass die da irgendwie festhängen. Also es ist ein Lüftungsschacht, ich könnte natürlich irgendwie mit Luftdruck oder irgendwie so, könnte natürlich auch ein Teil der Lösung sein. Brot, Sense. Eigentlich könnte ich natürlich voll mit der Sense da durchfegen, keine Frage, aber... Das hätte ich lustig gefunden, wenn die darauf eingefallen wären, aber tun sie nicht. Okay. Lüftungsding da, ja. Irgendwas. Was könnte man mit dem Brot machen? Also, ich muss wahrscheinlich ja auch irgendwie vorher erstmal dieses Dach präparieren oder irgendwie sowas, bevor ich dann die Krümel da reinpacke. Vielleicht fehlt mir da noch was völlig anderes, aber ich wüsste jetzt auch nicht einen Ort, wo ich jetzt noch was anderes finden würde. Hat jemand vielleicht eine kleine. Unten habe ich hier auch nichts weiter gesehen. Die haben jetzt zwar meine Zähne. Ins Bürogebäude komme ich nicht. Was haben wir hier noch? Genau. Ey, wenn das die Lösung ist, dann glaube ich mittlerweile nicht mehr dran, dass du da so unbefangen bist, was das Spiel angeht. Das wäre ja schon Mastermind-mäßig, ey. Ich gehe erstmal von einem Betrug aus, wenn das tatsächlich... Das ist eine Idee, der gehen wir mal hinterher. Ich finde ich gar nicht so schlecht. Nie gespielt. Und nie gegoogelt. Das wär schon nicht schlecht. Also da hätte man vielleicht auch später selber drauf kommen können, ja. Aber hätte wahrscheinlich noch ein bisschen länger bei mir gedauert, muss ich sagen. Wir probieren es aus. Nie geholt, okay. Nee. So, jetzt haben wir das Brot. Das wäre der Oberknaller, wenn das jetzt aufgeht. Das wäre kein guter Verwendungszweck für dieses besondere Zeremonienbrot. Die Idee war gut, dafür gibt es auch einen kleinen Applaus. Wir müssen also eine andere Möglichkeit finden. Es muss nicht Klebstoff sein, das müsste... Du hast auch ein Let's Play an, ja. Von Louis. Von Louis. Oder deine Arbeitskollegen stehen um deinen Rechner. Ich weiß nicht, ob ich... Die werden jetzt einfach, wenn ich da wieder das Brot reinbrösel, wenn die einfach wieder... Die werden einfach wieder das aufessen. Also das kann es nicht sein. Ich habe auch keine andere Möglichkeit, das da irgendwie zu präparieren, meine ich. Also er sagt, die mögen den Lüftungsschacht. Lüftung müsste ja irgendwie da, meine ich, der Hinweis sein.
Aber wie? Wenn Lüftung, können ja auch angesogen werden. Irgendwie so, so ist es ein bisschen der Gedankengang. Wir gucken nochmal. Ist so ein, gibt's noch andere? Das ist. Du meinst jetzt die andere Lüftungsschlitze oder? Warum rennt er nicht mehr? Weiter. Das ist der einzige, mit dem ich interagieren kann. Ah, anscheinend mögen die Tauben diesen Abluftschacht. Abluftschacht, so. Ich ziehe es vor, aus sauberen Schüsseln zu essen, die nicht gerade an ein Dach genagelt sind. Wegpusten, nein. Finde ich auch interessant. Aber dann kommen sie ja nicht mehr. Ich weiß es nicht. Weil dann kommen sie ja wahrscheinlich nicht mehr daran, ne? Also dann haben die ja vielleicht Angst davor. Wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie kombinieren können. Ach, hör auf! Vielleicht erschreckt sie das hier. Vielleicht. Hör auf! Ach, hör auf! Nein! Das ist Masse. Also nein! Ey, wenn das jetzt klappt. Das Spiel hat... Genau, schwirrt ab, ihr kleinen Mistfinken! Das Spiel hat tatsächlich am Anfang sogar den Hinweis ein bisschen selber gegeben, aber das hätte nicht... Oh, das ist schon schwierig, muss ich sagen. Das Spiel hat ja am Anfang, ich war ja das erste Mal bei dem Clown, der da die Luftballons faltet. Und da habe ich auch irgendwie, irgendwas habe ich platzen lassen, da auch irgendwie einen Luftballon. Und dann sind ja die ersten zwei Tauben weggeflogen, die da auch an dem Wochenmarkt, bei dem Straßenfest waren. Also im Prinzip hat das Spiel schon einem den Hinweis gegeben. Also, aber Respekt, Respekt. Er muss cheaten, das ist unfassbar. So, dann kommen wir mal rein jetzt hier. Taubeneier. Hier kommt also das ganze Ungeziefer her. Also haben wir jetzt schon mal die Eier für unsere Luftwaffe. Ich finde die Bezeichnung Luftwaffe auch Weltklasse dafür. Ihr müsst mit mir kommen, meine Kleinen. Denn ich bin der Sensenmann. Ich bin der Sensenmann. Mann, die Tauben werden vielleicht einen Hals bekommen. Mann, die Tauben werden vielleicht einen Hals bekommen. So, jetzt habe ich Eier. Ich kann mir anscheinend noch Eier wiederholen. Das heißt, irgendwie gibt es wahrscheinlich wieder dein Rätsel, wo ich erstmal was verkehrt machen muss und dann den nächsten Schritt gehen kann. So, jetzt gehen wir erstmal runter. Ganz genau, Louis. Das ist hart. Sowas fällt einem oft später auch erst auf. Ja, also es ist... Aber dass man da eine Katze rein... Hätte ich auch den Dingo da reinlegen können? Das wäre ja eigentlich interessant gewesen, ne? Ob ich auch so ein Dingo da reinpacken könnte. So, jetzt bringe ich erstmal wieder die... Rauchen verursacht Krebs. Agent Calavera und zwei Gäste. Die Eier. Tausche gerade Lebensweisheiten aus. Rauchen verursacht Krebs aus HKP der Bekacke später. So, dann kann ich ihm jetzt die Eier geben. Seht euch diese Schätzchen an. Exzellent, Manuel. Damit kann ich eine ganze Armee geflügelter Boten züchten. Dank dir wird sich die Botschaft der Revolution von den Schwingen der Gerechtigkeit getragen im ganzen Land verbreiten. Agent Calavera, du bist ein Freund der Revolution, Agent Calavera. Und jetzt werde ich dir helfen. Wenn du die verlorene Seele finden willst, mein Freund, musst du nach Rubakawa. Woher weißt du, wo sie ist? Ich weiß es nicht, aber jeder, der in die 9. Unterwelt will, muss vorher das Meer der Tränen überqueren. Und dazu muss er sich in Rubakawa eine Schiffspassage besorgen. Wenn du vor ihr rankommst, wirst du sie bestimmt finden, auch wenn es etwas dauert. Ich warte, solange ich muss. Manuel, bist du verliebt? Liebe? Liebe ist für die Lebenden, Cell. Ich will sie nur aus einem Grund.
Sie ist meine Fahrkarte in die Ewigkeit. Das war vielleicht ein Tunnel. Der hat mich bis zum Rand des versteinerten Waldes gebracht. Der versteinerte Wald. Okay. Ja, und hier war im Prinzip die Cutscene, die Miss Loni das wahrscheinlich meinte. Damit würden wir dann auch beim nächsten Mal fortfahren, würde ich sagen. Ich speichere jetzt erstmal ab, bevor irgendwie das Game noch crasht oder irgendwas. Das soll tatsächlich ein bisschen verbuggt sein, leider. Ja, aber machen wir erstmal an der Stelle auf jeden Fall Schluss. Für heute zumindest. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem, der heute eingeschaltet hat. Wir haben heute das Dschungelcamp haben wir heute ausgestochen. Wir haben heute was noch ausgestochen? Ich weiß nicht, Major, CSGO Major zum Beispiel haben wir ausgestochen, also nicht schlecht. Und ich glaube, wir waren tatsächlich weltweit der einzige Channel, der Grim Fandango, ja gut, das ist jetzt nicht so schwer, glaube ich, Grim Fandango gestreamt hat. Also das könnt ihr gerne nochmal nachgucken, ob das tatsächlich der Fall ist. Gehen wir nochmal auf Twitch, gucken wir nochmal, ob tatsächlich irgendjemand in dieser Welt jetzt noch gerade Grim Fandango spielt. Ich glaube, wir sind der einzige und damit auch größte. Nein, es gibt tatsächlich welche, die spielen das auch noch. Der hat auch 10 Zuschauer. Warum ist der denn größer als ich? Das gibt's doch wohl nicht. Spielt er wenigstens auf Deutsch? Nein. Die spielen immer hier auf anderen Sprachen. Aber es gibt tatsächlich Leute, die spielen das noch. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte eigentlich gedacht, das Spiel ist so ein kleiner Nischentitel irgendwie. Und dass die Leute ja gar nicht mehr so Bock drauf haben. Ja, aber... Ja, Restream, ich habe da jetzt zuletzt schlechte Erfahrungen gemacht. Irgendwie erstmal diese Chat-Anbindung. Ich sehe den Chat einfach nicht so richtig. Dieses Chat-Tool ist einfach nicht gut genug für mich. Also ich bin tatsächlich lieber dann, wenn ich irgendwas mache, dann soll es auch richtig laufen und nicht irgendwie so halbgar irgendwie. Und viele sagen auch, dass bei YouTube der Stream dann nicht so doll aussieht. Deswegen, ja, habe ich es dann gelassen. Ja, Zocken ausgestochen und mir ein paar Tacken aus der Tasche gezogen. Ja, also mehr wollte ich doch gar nicht erreichen. Das ist doch Weltklasse, oder nicht? Tja, wir können gerne noch mal gucken, ob wir gleich jemanden hosten können. Clips wurden nicht erstellt, brauchen wir uns also nicht angucken, oder können wir uns nicht angucken. Ja, ich kann mich nur bedanken, dass ihr tatsächlich bei dem Spiel, ich hätte eigentlich gedacht, das ist so ein Nischentitel, das wird kein Menschen interessieren irgendwie. Ich wollte es schon lange durchspielen. Das war immer auf meiner To-Do-Liste, genau wie sämtliche Monkey Island Teile durchzuspielen oder... Ja, mittlerweile ist jetzt auch Indiana Jones mit drauf. Vielen Dank nochmal für das Spiel, für die Spende. Ja, die YouTubianer. Ich bin sowieso jetzt bald irgendwie kein YouTube-Partner mehr, weil ich keine 1000 Abonnenten habe. Deswegen wird mir der Status wohl aberkannt. Ich habe das heute gelesen. Ich habe das erst nicht geglaubt, was du sagtest, aber das ist tatsächlich so, dass selbst Leute, die schon Partner sind bei YouTube, die werden dann rausgeschmissen. Von den Views her, ich habe so viel mehr Views. Also das wäre gar kein Problem, weil ich scheitere leider an der Hürde der 1000 Abonnenten. Ich habe jetzt irgendwie 203, 204 oder so. Habe ich im Moment einen Abonnenten. Also wenn ihr mir ein bisschen helfen wollt, könnt ihr mich gerne einmal bei YouTube abonnieren. Aber es wird trotzdem, auf die 1000 werden wir nicht kommen bis Ende Februar. Deswegen, ja. Ja, wünsche ich natürlich meiner Mutter natürlich eine gute Nacht. Ich glaube, selbst meine Tante hat sogar zugehört. Die ganze Familie wird hier verdonnert, irgendwie mitzugucken. Und ja. Also ich kann mich nur bedanken fürs Einschalten, für eure Tipps. Das ist eigentlich das Beste gewesen. Der Cookie ist... Der hat irgendwie, ich weiß nicht, der ist irgendwie so autistisch veranlagt, glaube ich, was Computerspiele angeht. Ja. Also ich kann mich nur bedanken. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so gut läuft. Ich denke, wir machen dann Sonntagabend weiter. Wann genau werde ich dann nochmal ankündigen? Ich denke so nach 20 Uhr. Irgendwo halb neun, neun, irgendwo in die Richtung werden wir dann Sonntag weitermachen. Und dann geht es auf jeden Fall noch weiter. Wenn dann Grim Fandango durch ist, geht es dann auf jeden Fall noch weiter mit Monkey Island. Day of the Tentacle, es gibt so viele Spiele, so viele schöne Adventures, gerade die von LucasArts und die will ich gerne nochmal durchspielen, also das ist irgendwie so ein richtiger Kult irgendwie, hat mich auch damals irgendwie, es war eines der ersten Spiele, was ich gespielt habe, glaube ich, Monkey Island irgendwie auf dem Atari oder irgendwie so, irgendwas, so dunkle Erinnerungen sind da noch und ja, und mit Baumann wollte ich nochmal Portal 2 spielen, genau, das auch, steht auch noch auf der To-Do-Liste, also ich glaube, das Spielejahr ist sowieso schon gerettet, ja. Also ich gucke jetzt noch, ob wir jemanden hosten können. Vielleicht ist nicht, sollte vielleicht schon ein deutschsprachiger Channel sein. Ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann.